Deswegen lasse ich das jetzt mal drin. Und ja. So. Oh, war das jetzt intelligent. Wahnsinnig intelligent. Jetzt sage ich bei jedem so den Baum hier durchschlagen. Nur damit ich hier an dieses Ding dran komme. So. Oh, was ist denn das jetzt für eine Musik? Kommt mir so unbekannt vor. Moment. Ach, da hat sich schon wieder diese komische Musik hier eingeschmuggelt. Die hat nichts mit meiner Playlist zu tun. Und geht eigentlich bloß auf den Nerv. Irgend so eine Windows-Musik, glaube ich. Und ich lösche die immer aus meiner Playlist raus, aber die kommt immer wieder rein. So. Na? Ach, komm. So. Sie auch noch. Diese kleinen Mini-Dächer, die hatten wir ja schon mal. Ja, wo war ich denn jetzt? Bei Siedler, ne? Also, Siedler ist eben so ein Spiel, was auf Zeit, kurze Zeit Spaß macht. Aber letzten Endes ist doch Minecraft irgendwie für mich langzeitmotivierender. Für viele ist es andersrum. Minecraft macht ihnen auf kurze Zeit Spaß. Die spielen dann so einmal Survival oder so. Das ist so zum Beispiel TrueMG oder so. Es hat echt Spaß gemacht, da dieses Let's Play Together mit dem GLP anzuschauen. Und dann hatte er keine Lust mehr auf Minecraft, was man jetzt ihm nicht verübeln kann. Aber ich schaue seine Videos auch nicht mehr, einfach weil ich sie nicht spannend finde. Das ist nicht bös gemeint oder so ihm gegenüber. Sondern mich interessieren die Spiele einfach auch gar nicht. Aha! Ah! WLAN-Tastatur. Oder wie man die nennt. So eine. Ja. So. So. Sieht nicht schlecht aus. Also mache ich das ja einfach mal. Aber ich glaube, bei mir kommt auch die Krankheit. Ich war so ein bisschen verschnupft die letzten Tage und... Ja. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ja, ich war wie ein bisschen verschnupft und... Jetzt weiß nicht. Kann sein, dass ich mich da irgendwie erkältet habe. So. Also wenn man verschnupft, das ist man natürlich erkältet. Aber es kann sein, dass ich... Dass es davon kommt, dass ich jetzt halt so ein bisschen... Irgendwie... So ein Kratzen im Hals hab. So. Das ist jetzt Layton. Den hatten wir noch gar nicht bislang. Insofern... Schön, dass der sich mal blicken lässt. In den Videos. Na. Muss ich wohl doch eher so machen. Das Musik... Das ist so ein typisches mittelalterliches Lied. Was mir inzwischen in dieser Playlist fast eher auf die Nerven geht. Mal schauen, tue ich vielleicht wieder raus tun. Aber es weckt sicher bei einigen Erinnerungen an Anno oder so. Weiß ja nicht, wie oft die Musik vorkam. Wie schon häufiger erwähnt, ich habe nie Anno so aktiv gespielt oder so. Nur mal zugeguckt. Und da war, glaube ich, die Musik aus. Ich glaube, es war auch nicht dasselbe Anno. Ich blick da nicht durch mit den Jahreszahlen da. Was ich weiß ist, dass Anno 2070 ein richtig komplexes Spiel sein soll. Da habe ich in der GameStar so ein bisschen geguckt. Und es sieht echt toll aus, das muss man sagen. Ich überlege auch, ob ich mir das kaufe. Let's Playen würde ich sowas nicht. Weil ich mich da wieder viel zu sehr konzentrieren würde. Das ist ja schon bei Minecraft schlimm. Und bei solchen Spielen, wo man dann noch Taktik und... Boah, dann...
Ehrlich, das möchte ich euch nicht zumuten, das euch anzugucken. Es sei denn, ihr zwingt mich jetzt auf ein... dazu. Glaube aber nicht, dass ich das dann machen würde. Außerdem würde ich dann, glaube ich, das auf einem Zweitkanal machen oder so. Weil eigentlich gefällt mir das ganz gut, dass mein Kanal wirklich so ausschließlich Minecraft bietet. Es gefällt mir deswegen gut, weil es sorgt für so ein einheitliches System. Es ist klar, wenn man auf meinen Kanal kommt, was man zu erwarten hat. Und dann gibt es diese Let's Player, die irgendwie jeden Quatsch machen. Happy Wheels über Adventure Maps, über... Also es ist jetzt nichts daran auszusetzen eigentlich. Aber wenn ich dann auf so einen Kanal komme, dann sehe ich... Aha, so einer, der alles macht. Also im Prinzip einer, so ein 0815 Let's Player. Ja, ist so. Das ist so das, was mir suggeriert wird, wenn ich dann so einen Kanal sehe. Und damit meine ich nicht, dass diese Let's Player schlecht sind. Es gibt sehr, sehr gute. Ich habe gestern auch einen tollen Minecraft-Let's Player entdeckt, der wirklich Minecraft sich darauf konzentriert und auf ein anderes Game, was ich gerade vergessen habe. Das hat mich auch nicht so interessiert. Der heißt irgendwie Lerone LP oder so ähnlich, hat 200 Abonnenten und wurde schon von DK empfohlen, einfach weil er... Oder ich weiß nicht, also zumindest, ich habe im Chat gelesen, DK, da hast du ja einen tollen Kanal empfohlen, Lerone ist echt super oder so. Also dachte ich mir, boah, musst du testen. Und der Kanal ist tatsächlich echt gut. Und hat mir auch echt gut gefallen. Kann ich nur empfehlen. Lerone LP oder so. Also, ich kann es ja mal in die Beschreibung tun. Ich glaube, das wird so mein neuer Stamm-Let's Player, den ich immer gucke. So neben Shuffle LP, 4FUP und Gronk. 4FUP ist übrigens auch ein netter Let's Player, der sehr, sehr wenig Aufrufe hat. Er hat deutlich mehr Abonnenten als ich, aber es schaut irgendwie kein Schwein seine Videos. Aber seine Videos sind richtig gut. Also, echt nichts dagegen zu sagen. Gute Stimme, so richtig Shuffle-LP-Likes, auch ein Together und... Ah, oh, und heute ist das TH echt nicht so mein Ding. Together, ja. Ich trinke nochmal kurz einen Schluck, vielleicht liegt es auch daran. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal wieder mein Rachen etwas freier. Dann kann ich etwas freier und lauter reden. Ach nee, Moment, das war falsch so. Ja, wie mache ich das hier? Der Turm ist ja schon begründet hier. Die Zitadelle wächst und wächst. Könnten eher so Gemächer sein, als ich dachte, eben in der Mitte der große Festsaal. Und so. 3 hoch. Warum nicht? So. 3 hoch. Ich auch. Erweckt den Eindruck eines eigenständigen Turms. Das ist das der Vorteil daran. Und hier muss es dann halt auch genauso sein, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Und hier ist wieder Serienarbeit. Ich habe es mal wieder ganz intelligent gemacht mit den Stüfchen. Das heißt, ich packe jetzt hier erstmal Cobblestone drauf. Gucke ich, wie ich das mit den Stüffchen am besten mache. Ach ja, ich glaube, das ist jetzt von Papa Fiat. Oder? Ist es? Ist es? Ist es? Oh Gott, da müsste ich jetzt wieder nachgucken. Ja, ich glaube schon. Es hat diese schöne... Diese schönen, epischen, kleinen Damenchöre. So. Naja. So, worüber könnte man noch reden? Heute fallen mir viel mehr Themen ein, einfach so aus... Ach ja, genau. Samstag war Wetten, dass? Diesen Samstag, also von mir aus gesehen jetzt.
weiß ja nicht, welcher, an welchem Tag ihr euch das jetzt anschaut. Ist ja jetzt bei mir auch schon so, dass ich das nicht sagen kann, an welchem Tag ich die Sachen hochlade. Kommt drauf an, wie viele Minuten ich jetzt schon aufnehme. Und wenn das habe ich nicht geguckt. Hab gehört, das soll gar nicht schlecht gewesen sein. Aber ich persönlich schaue Wetten, das jetzt nicht mehr so richtig. Ich war damals auch, hab damals auch zugeschaut, als diese Sache mit Samuel Koch passiert ist. Und ich weiß nicht, denke sicher einige von euch auch. Und es war echt irgendwie schockierend. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas passieren kann. Also damit meine ich, dass in so einer Sendung sowas vorkommt. Man müsste ja davon ausgehen, dass die Sachen ausreichend geprobt sind und alles, dass das nicht gefährlich ist. Und ich glaube, dass der Gottschalk auch eine geringe Mitschuld hat. Also ich möchte ihm jetzt keine Schuld vorwerfen oder so. Aber dadurch, dass er gesagt hat, das ist die gefährlichste Wette, die ich je gesehen habe. Und oh, ich habe echt Angst um den und so einen Kack. Und dann noch diese aufreizende Musik, die das Ganze spannend machen sollte. Haben den vielleicht schon irgendwie so zitterige Beine gemacht. Und wenn man zitterige Beine erstmal hat, dann fliegt man auch schnell auf die Nase. Aber ich mache das jetzt ja anders. So. So, wir haben noch gar keine Fensterscheiben eingesetzt. Ah, da hätte ich eine Arbeit für den Gast. Geil. Oh je, das ist eigentlich, die klingt voll fies, ne? Aber es ist einfach so, er hat keinen. Also, er möchte auch nicht richtig kreativ werden, weil er immer sagt. Oder so habe ich zumindest verstanden. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Dass er sich für nicht so kreativ hält. Kann ich nicht beurteilen, weil das sich. Es nie so wirklich unter Beweis stellt, ob das nun ist oder nicht. Jedenfalls sagte er, er macht auch Drecksarbeit. Zum Beispiel hat er da unten den Fluss da hinten gemacht. Während ich hier gebaut habe. Und ich weiß nicht. Ja, wenn er es machen möchte. Der könnte ja dann hier die Fensterscheiben einsetzen. Also. Zumindest wenn er auch in Minecraft sein will. Also ansonsten ist er eigentlich mehr so Gastmoderator, weil das kann er auch gut. Man kann sich echt gut und angeregt mit ihm unterhalten. So, aber den werdet ihr hoffentlich, oder das hoffe ich zumindest, dass das noch passieren wird, kennenlernen.